Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Reden. Reden ist meine Stärke. Mein Name ist Claudia und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der April-Variante der Look Fantastic Beauty Box für dich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Box ist in einem orangigen Gelbton, also so pastellorange, würde ich mal so sagen. Jeden Monat haben wir da irgendwie eine andere Farbe von der Box und sie kommt direkt aus England zu uns nach Hause. Mit Zoll und so weiter haben wir keine Probleme tatsächlich, weil die irgendwelche Möglichkeiten haben und das irgendwie alles richtig machen, sodass tatsächlich keine Zollgebühren fällig werden. Und 15,50 Euro zahle ich da monatlich auch für. Und da haben wir 5 Beauty-Produkte drin enthalten, die meistens ein bisschen kleiner sind, aber dafür von etwas höherpreisigen Marken. Und vor allem Pflege haben wir hier drin enthalten. Das ist auch immer ganz wichtig. Ich habe die, wie gesagt, im Abo und möchte euch gerne die Boxen einfach mal zeigen, was hier so drin ist diesen Monat. Wir haben hier im Deckel auch immer so ein... Ich kann echt nicht reden, es tut mir irre leid. Genau in diesen Momenten sollte man Videos drehen, ne? Ein Zitat haben wir hier drin stehen oder halt ein Spruch. Look after yourself from within and your beauty will shine through. Also quasi du sollst auf dich selbst achten, auf das Innere quasi und dann wird deine Schönheit von innen durchscheinen. Ja, also man soll halt auf sich achten. Ist wichtig, ne? Tatsächlich, ja. Kann man nicht anders sagen. Und das steht halt hier so im Deckel drin. Dieses Editorial, was wir hier mit dabei haben, ist auf Englisch. Wir hatten das mal auf Deutsch und irgendwie ist das leider nicht mehr. Schade, Schokolade. Und hier stehen auch keine Preise mehr drin oder so. Naja, wir haben hier auf jeden Fall 6 Produkte von denen, die hier abgebildet sind. Und dieses Motto ist, there's power in the formula. Also quasi geht es um Inhaltsstoffe. Ja, läuft. Und hier sind dann die Produkte einmal aufgeführt, die drin sein könnten. Und 6 davon werden wir hier drin haben. 6 incredible new products to discover. Jo, bin ich mal gespannt. Wenn ich jetzt wieder ein Molten Brown Duschgel drin habe, freut sich meine Freundin Dani. Die bekommt die nämlich immer von mir. Und ja, hier stehen auch noch viele, viele weitere Informationen drin und so, ne? Über Inhaltsstoffe, Cupuaçu-Butter, über Rosen, über Limonen, Balsam und so weiter und so fort. Inhaltsstoffe werden ja auch immer interessanter, aber ich muss auch wirklich mal ganz ehrlich sagen, dass das auch ein bisschen Überhand nimmt. Also die Leute werden ja auch ein bisschen verrückt gemacht dadurch, ne? Also letztendlich, weiß ich nicht. Vielleicht einfach immer Produkte so auf unauffälligen Stellen probieren, wenn man da nicht so ganz so sicher drüber ist. Aber im Großen und Ganzen würde eigentlich nichts auf den Markt gebracht werden, was jetzt irgendwie die Haut wegätzen würde, in der Theorie. Und da habe ich nämlich schon mit der einen oder anderen von euch drüber geschrieben, ne, dass mir dann halt auch irgendwelche Screenshots von Produkten geschickt wurden und ich dann nach meiner Meinung bezüglich der Inhaltsstoffe gefragt worden bin. Ich kann das durchlesen, ne? Ich kann mir die Inhaltsstoffe anschauen, aber letztendlich, bin ich nicht die Firma CodeCheck oder sonst irgendwas, sodass ich mich auch nicht so super krass mit Inhaltsstoffen auskenne. Ein Stück weit schon, ich lese mich da halt sehr intensiv ein, das stimmt schon. Und auch wenn Freunde und Familie mich fragen, dann gebe ich da auch eine Information. Aber ich muss halt unterm Strich sagen, dass jeder das für sich selber entscheiden sollte und jeder das auch mit seinem eigenen Gewissen ausmachen sollte. Denn wie gesagt, ich glaube nicht, dass es auf dem deutschen Markt irgendwelche Produkte gibt, die irgendwie die Haut so krass kaputt machen könnten oder schädlich sein könnten oder sonst irgendwas. Dementsprechend bin ich da eigentlich immer sehr entspannt unterwegs, was das Ganze angeht, ne? Nun ja, wir haben für den Mai, was ja dann quasi mein Geburtstagsmonat wird, auch eine Sneak Peek. Und zwar gibt es was von Rituals, The Ritual of Karma, ein Soul Shimmering Body Oil wird hier drin sein. Werde ich jetzt nicht so die allergrößten Freudensprünge mitmachen. Ich meine, gut, ja, Body Oil finde ich klasse, finde ich gut. Passt auch eigentlich schon in meine, weil dann kommt es so langsam, dass man die Beine auch mal zeigt und so. Ich mag persönlich aber nicht so gerne Shimmering Oil für den Körper. Ich mag lieber einfach ganz normale Öle. Aber gut, ja. Jeder so wie er meint, werden wir drin haben, freuen wir uns. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr die Box halt abonnieren. Könnt da gerne meinen Einladungslink oder Einladungscode verwenden. Dann spart ihr nämlich ein bisschen was und ich sammle dadurch Look Fantastic Beauty Points. Und Monsieur hat sich ja gerade geschüttelt.
Er möchte auch erwähnt werden. Ich habe ein Buch geschrieben. Sammy, endlich ankommen heißt das Buch und das könnt ihr im Pelletier Verlag für 12,99 Euro kaufen, wenn ihr möchtet. Das ist ein Buch über 120 Seiten, wo ich die Geschichte von Sammy so ein bisschen mir ausgedacht habe, was er in den 2 Jahren, bevor er vom Tierschutz gerettet worden ist, erlebt haben könnte. Und ja, das ist dann so seine Geschichte. Und wir kennen alle das Ende, aber die Frage ist natürlich, was passiert mittendrin? Das ist schon sehr cool geworden, finde ich, denn ich habe da so ein paar sehr verrückte Themen auch mit reingebracht. Nun, zieht euch das gerne rein, ist unten in der Infobox verlinkt. Jetzt habe ich hier die Box. Wir sind dafür da, ne? Zum Unboxing tatsächlich. Mhm. Und sie hat schon 5 Minuten irgendwie durch die Gegend geredet. Riecht nach nichts. Seidenpapier, wird mit einem Klebi zusammengehalten. Ein widerspenstiger Klebi. Hallo. Hallo. Vielen Dank. Alles klar. Meine Freundin Dani wird sich auf jeden Fall freuen. Ne? Ja, hier haben wir die Produkte. Die sind in der Ecke schön zusammengerutscht und irgendwie, ja, erscheint dadurch die Box relativ leer. Aber die Marken, die ich sehe, die versprechen hochpreisig zu sein. Das kriegt safe Dani. Da freut ihr sich. Mountain Brown Duschgel. Heavenly Ginger Lily Bath and Shower Gel. Das müssten 100 Milliliter sind, die drin sein. Genau. Und die findet die total klasse. Die mag einfach die Düfte davon sehr gerne. Und immer wenn ich dann in der Glossy Box oder in der Look Fantastic Beauty Box und Mountain Brown Duschgel drin habe, packe ich ihr das direkt zur Seite. Und sie freut sich. Ne? Das habe ich bei manchen Produkten, dass ich da direkt an eine Freundin denken muss, tatsächlich. Dann habe ich hier von Ren Clean Skincare ein AHA Smart Renewal Body Serum. Oh, das soll Strahlkraft geben. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Das finde ich interessant, denn Ren kenne ich persönlich viel von Haargeschichten. Das habe ich da schon mal öfters gesehen. AHA ist Fruchtsäure, genau, BHA ist Salicylsäure, AHA ist Fruchtsäure und da soll dann quasi, das ist so, wirklich so ein kleines Säurepeeling dann, die Frage für mich, die sich da stellt ist, mache ich danach, weil es ja ein Serum ist, danach noch eine Bodylotion drüber oder Bodycream oder reicht dann hier tatsächlich das Serum? Ich glaube, das muss man anhand des ganzen Gedöns ist, wie die eigene Haut halt beschaffen ist, herausfinden. Ne? Also hier steht auch wirklich, dass es Feuchtigkeitsspenden sein soll. Dementsprechend, okay, dann muss man das wahrscheinlich dann nicht nochmal drüber machen. Hier steht auch, dass es ein natürliches Peeling sein wird. Leaving skin radiant with a natural glow. Mhm. Und das massierst du dir einfach über den ganzen Körper ein. Und ja, bis es halt drin ist, ne? Drin in der Haut. Cruelty Free ist die Marke auch, das finde ich auch ganz nett. Ja gut, 9 Monate haltbar, ne? Die 50 Milliliter habe ich bei 2-3 Mal Körpereincreme aufgebraucht und finde ich auf jeden Fall mega interessant. Clean Skin Care. Mhm. Sehr interessant. Schön, wirklich. 2 orangene Produkte. Die anderen Sachen sind jetzt aber nicht orange. Das wäre jetzt nämlich super witzig gewesen, wenn die Box orange gewesen wäre und die Produkte, die hier drin sind. Sackenteures Produkt. Ich habe keine Ahnung, wer so viel Geld für einen Lippenbalsam ausgeben wird. Aber gut. Von Avant Hyaluronic Cocoa Shea Butter Tocopherol Argan. Ein Lip Balm Hyalu Replenish 10 Milliliter. Was wird das kosten? 50 Euro? 40 Euro? Keine Ahnung. Auf jeden Fall total überteuert. Weil Avant ist echt eine Marke, die finden wir nur in Boxen drin. Zu einem Preis, den noch niemals, niemals wird ein Mensch das dafür ausgeben, oder? Also Otto Normalverbraucher wird das niemals dafür ausgeben. Weil ich habe ja schon das ein oder andere getestet und da muss ich wirklich sagen, die Produkte sind okay. Ne? Also machen eine schöne Wirkung, machen ein schönes Hautbild, machen schön, ne? Sind eine schöne Maske, sind ein schönes Lippenpeeling oder was auch immer ich schon testen konnte. Aber es ist nie so, dass ich sagen würde, ich würde den vollen Preis dafür bezahlen. Vielleicht ein Zehntel davon, aber nicht diesen vollen Preis. Also das ist der Wahnsinn. Und dann noch ein Lippenbalsam. Also ich habe jetzt gestern oder vorgestern habe ich nämlich das Lippenpeeling leer gemacht. Kommt dann im Aufgebraucht-Video auch tatsächlich Weine. Ja, ich habe einen frischen Hals. Da habe ich mir nämlich beim Aufbrauchen auch schon wieder gedacht, ey, Leute von heute, das kann doch nicht sein, dass es so sackteuer ist. Kannst du dir auch genauso gut eins von Balea oder so holen, ne? Ja, und hier halt ein Lippenpflegegedönsen. Wow, ja, wird meine Welt, ich bin im Stimmbruch, nicht verändern. Ja, aber ich reagiere jetzt nicht emotional darauf. Dann habe ich von Pure Oil ein Tea Tree Oil, also ein Teebaumöl. 100%ig konzentriert, Australian Body Care,
Pure Tea Tree Oil, External Use Only. Also Teebaumöl kenne ich persönlich gegen Pickel, ne? 10 Milliliter sind hier drin enthalten. Ich würde es jetzt auch tatsächlich für Pickel empfehlen, also für Unreinheiten. Das kannst du dann einfach mit einem Q-Tip dir punktuell auf eine Unreinheit drauf machen. Das trocknet die Geschichte aus und gut ist. Aber hier steht halt Body Care. Aber ich glaube, dieses Australian Body Care bezieht sich eher auf die Marke, oder? Ich glaube, das ist so die Unterbezeichnung der Marke, ja. Deswegen, also hier 100% Teebaumöl kann man auf jeden Fall echt gut verwenden, denn es ist wirklich eine recht natürliche Variante und eine natürliche Möglichkeit, um gegen Pickel anzugehen. Da musst du dir jetzt nicht irgendwie super krasse Salicylsäure oder sowas draufknallen. Wenn du die Möglichkeit hast, Teebaumöl zu verwenden, go for it. Ne? Das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Wie gesagt, trocknet die Pickel aus, ist glaube ich auch so ein bisschen antibakteriell oder sowas. Und es riecht halt, ja. Also wenn, ich habe ja auch Teebaumöl offen und auch in Verwendung. Ich glaube auch von Tea Tree Oil. Das ist so ein Rollervieh. Hält ewig und 3 Tage, wirklich. Ne? Riecht halt. Wie gesagt, wenn ich das verwende, riecht das Badezimmer nach Teebaumöl. Ja gut, ne, das nimmt man dann gerne in Kauf. 2 Sachen habe ich hier noch drin. Einmal was für die Haare von Philip Kingsley. Da müsste ich auch eine größere Variante noch von in meinem Backup haben. Elasticizer Booster Restoring Conditioner. Das machst du natürlich nach dem Shampoonieren rein. Und hier sind 20 Milliliter drin enthalten. Und da sind auch wieder so krasse Inhaltsstoffe drin, die Haare so wundervoll machen sollen. Olive ist hier mit dabei. Salvia Hispanica Seed Extract. Wow, keine Ahnung, was das ist. Und dies, das Ananas Yeast Extract, also Hefeextrakt. Auch das finde ich sehr interessant. Wahrscheinlich für die Bindung des Ganzen, man weiß es nicht. Wobei, Bierhefe ist ja auch gut für die Haare, ne? Sehr interessant. Regenerierender Conditioner. Joa. Also hier fehlt mir jetzt natürlich diese Anwendungsgeschichte. Die steht normalerweise nämlich auf diesen Produkten drauf, aber dafür ist es wahrscheinlich zu klein. Ich meine, dass ich das nämlich in Größe habe. Ich meine, dass man das auch relativ lange einwirken lassen muss. Ich glaube, das war nämlich das Ding dabei. Schade, dass es hier nicht mehr so super detailliert alles aufgeführt ist, ne? Bevor Shampooing, das war das nämlich, genau, hier steht es nämlich. Hier sind nämlich 4 Produkte aufgeführt, die scheinbar jeder mit drin hat. Also das Teebaumöl, dieses Vieh, das Lippenvieh und das, was ich euch gleich noch zeigen werde. Die anderen beiden Sachen sind optional, ne? Genau, das machst du, bevor du deine Haare shampoonierst, nämlich in deine Haare mit rein und lässt das 20... besser sogar über 60 Minuten in deinen Haaren drin und dann wird das erst ausgewaschen. Also so ähnlich im Prinzip ist es ja, wie wenn du von Pomelo und Co. die Masken verwendest. Die machst du dir ja auch im Prinzip, bevor du die Haare shampoonierst, bevor du die Haare wäschst, in die Haare rein, lässt sie so lange wie es geht einwirken und dann wird es halt erst ausgewaschen. So würde ich das auch verwenden, ne? Genau. Siehst du, irgendwas hatte ich dann nämlich noch im Hinterkopf, dass es merkwürdig war und dass man das sich merken musste. Krüppelpapier ist übrigens hier so ein ganz normales Papier, ne? Ist nicht mehr dieses Plastikpapier, was ich cool finde. Und hier haben wir das 6. Produkt in meiner Box, das 4. Produkt, was quasi alle haben, Verso. Auch so eine Marke, die ziemlich teuer ist. Gute Marke, also da hatte ich auch letztens eine Augencreme von verwendet, die mir gut gefallen hat. Und zwar ist das ein Hydration Serum mit Niacinamiden. 10 Milliliter sind hier drin enthalten. Niacinamide sind ja auch so ein bisschen, um die Hautbarriere zu stärken, um so ein bisschen das Ganze zu beruhigen und so. Also Niacinamide ist auch so ein super Inhaltsstoff gefühlt, ne? Deswegen, also soll alles Feuchtigkeit spenden. Hört sich für mich klasse an. Seren sind immer relativ hochpreisig, deswegen freut man sich darüber. Und das rundet die ganze Geschichte hier auch wirklich ab, muss ich sagen. Ne? Also wir haben jetzt keine Kategorie irgendwie doppelt hier drin vertreten. Ist schon cool. Ja, und Verso, wie gesagt, auch eine recht hochpreisige Marke. Und hat dann auch wohl scheinbar geile Inhaltsstoffe. Und Niacinamide stehen hier auch nach Wasser an 2. Stelle tatsächlich schon drin. Also scheint die Konzentration hier auch recht hoch zu sein. Ne? Ich meine, dass alles bis 5% ist ja irgendwie erforscht und alles, was darüber hinausgeht, ist nicht erforscht. Keine Ahnung, irgendwie so war da ja was, ne? Ja, aber es ist fürs Gesicht, es soll hydratisieren, es sind Niacinamide mit drin. Da freuen sich doch manche Leute drüber. Beschwere ich mich nicht. Wir haben ja was für die Haare, wir haben was fürs Gesicht, wir haben was für die Lippen, wir haben was für den Körper. Geil. Also wirklich eine schöne, gefüllte Box. Das Einzige, was hier fehlen könnte, worüber man sich beschweren könnte, wäre, dass man sagt, Mensch, ein bisschen dekorative Kosmetik, wäre ganz nice gewesen. Aber
wir wissen eigentlich, dass die Lookfantastic Beauty Box hauptsächlich aus Pflege besteht. Also von daher finde ich die gut gefüllt. Also ja, auch so ein paar Marken drin zu haben, die einfach preislich ein Klopper sind, finde ich sehr interessant. Das wird natürlich den Wert sehr hoch darstellen. Also Avant und Verso, ne, sind gut unterwegs. Aber ich finde auch, dass die Box die 15,50 Euro safe sowieso wert ist. Also da kann ich mich nicht beschweren. Alternativ hätte man natürlich dann drin haben können, hier von Elemis, ein Apricot Toner. Ne? Der hätte alternativ drin sein können. Dann von Aromatherapy Associates ein Muscle Gel. Das hätte ich auch ganz cool gefunden. Von Fresh Soy Face Cleanser hätte ich ja alternativ mit drin sein können. Und von Décolleté Liposome Advanced, was ist das? Ein Serum, Repair Serum. Ja, also das wären dann so die Alternativen gewesen. Aber dann hat wohl jeder 6 Produkte hier drin. 4 davon sind dann diese hier und 2 sind dann halt die Alternativen. Da geht Lookfantastic jetzt auch immer mehr zu über, ne? Dass die halt sich auch immer mehr auch tatsächlich an der Schwester, an der Glossybox orientieren, die ja auch super viele Produkte als Alternativprodukte immer hat. Ob uns das so gefällt, müssen wir mal gucken. Ich persönlich fand es eigentlich am fairsten, als alle, wirklich alle Abonnenten, immer die gleichen 5 Produkte hatten. Also das war eigentlich eine ganz gute Geschichte, ne? Aber gut, muss man mal gucken, wie das Ganze sich entwickelt und wie die Produktverteilung dann auch in meinen Boxen sein wird, also wie ich mich dann darüber freuen werde. Ich fand die Produkte cool. Schreibt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne mal austauschen. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!